Moin, moin, moin. Willkommen beim Nerd TV. Nerd, Nerd, Nerd. Ja, der Sommer, der ein Winter war und ein Winter, der ein Sommer war. Im Sommer, meine sehr verehrten Damen und Herren, holt man sich einen Glühwein, strickt sich eine Pudelmütze, macht sich warm, macht die Heizung an, besorgt sich schon mal die Winterreifen. Ja, der Sommer ist ein Winter und der Winter ist ein Sommer. Die Kunden stören zwischendurch, aber das muss ja auch sein, ihr wisst ja, beim Nerd TV. Ach Leute, ein Sommer, der ein Winter war und ein Winter, der ein Sommer war. Versteht ihr? Ach herrlich, im Sommer, ja. Im Sommer strickt man sich Pudelmützen oder Schals, man zieht sich warm an, ne? So zwei, drei Pulloverkes. Macht auch die Heizung an bei einigen. Ja, ja, ist halt so. Das ist der Sommer oder haut sich ein Glühwein rein. Oh, herrlich, aber Sommer macht Spaß. Aber und mal nicht, meine lieben Freunde, und mal nicht, weil wir hatten schon Schlimmeres. Ne? 2014 zum Beispiel flogen uns die Bäume um die Ohren. Ja, wir mussten auch zumachen, weil wir keinen Strom zum Beispiel mehr hatten. Den ganzen Tag mussten wir zumachen, es gab keinen Strom mehr. Es machte natürlich dann kein Spaß. So, 2015 regnet es auch wieder. Zwischendurch schien die Sonne. Zwischendurch hatten wir sogar 32 Grad. Ja, also Sommer ist ein Tag. Den müssen wir uns sofort greifen und machen und tun. Und am anderen Tag vergessen. Ja, so ist der Sommer. Ne? Aber hört auf. Ich kann mich noch erinnern, in den 60ern, da sang ja, Rudi Carrell. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Und schuld daran ist die SPD. Und schon sind wir beim Thema SPD, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, die wollen Datenspeicherung. Meine lieben Freunde, speichert doch, was ihr wollt. Ne? Weil ich verändere mich täglich, minütlich, sekündlich. Ich habe jeden Tag minütlich, sekündlich andere Ideen. Ach, meine lieben Freunde, ihr könnt so viel speichern, wie ihr wollt. Ihr könnt so viel tun, machen und glauben. Vor allen Dingen, was ihr da so aufzeichnet. Ne, einer erzählt jetzt hier einfach mal was vom Pferd und ihr nehmt das auf. Ne, ihr speichert das. Ne, ich habe einmal vom Pferd gesprochen, wie toll ich ein Pferd finde und dann durch die Gegend galoppiere. Erstens habe ich gar kein Pferd, zweitens galoppiere ich nicht und drittens erzähle ich nur Dummblatzmist, weil Internet ist ja eben nur was für Irre. Hallo, ich bin auch ein Irrer. Ja, Video und was weiß ich, und Fernsehen ist doch alles nur was für Irre. So, Stefan Raab hat auch keinen Bock mehr, der sagt, alles nur was für Irre, und steigt auch aus, und schon geht die Post ab. Was machen wir denn im Irrenhaus, was machen wir denn mit den ganzen Irren? Stefan, du hattest doch die ganzen Irren, du konntest das doch mit Total, und weißt du nicht, und hast du nicht gesehen, und die ganzen, die dabei waren, Elton, und die ganzen Sing, Sang und Typen da und spring runter und mach und ja, Stefan Raab war Fernsehen, Thomas Gottschalk war Fernsehen, in unseren Zeiten war Rudi Carrell und Co. und Peter Alexander, die machten uns froh. Ja, das war für uns Fernsehen, ja. Fernsehen ist ja in der Ferne sehen, ne? Ist klar, Quatsch, alles totaler Quatsch, meine lieben Freunde, alles ist Quatsch. Auch das, was ich mache, ist Knatsch. Ist ja auch Nerd TV. Das Wetter ist gruselig. Wir haben 9:30 in Deutschland. Um 9:30 hat man den Knopper gegessen, laut Werbung. In Deutschland, was es gar nicht gibt. Es gibt gar kein Deutschland. Es gibt 16 Bundesländer. Jedes Bundesland macht anders. Jedes Bundesland feiert anders. Jedes Bundesland hat auch anders Ferien. Ja, wie ihr seht, habe ich Zeit hier vor dieser laufenden Kamera den seelischen, geistigen Genuss rauszuhauen in die Welt der Kulturen, die es auch nicht mehr gibt. Also ich finde, es gibt vieles nicht mehr. Also wenn ich so Internet reinschaue, Zeitungen und wie sich alles nennt, lese ich nur noch, boah, der Grieche, der Grieche, der Grieche, der Grieche. Also was der alles geschenkt bekommt, wir kriegen gar nichts geschenkt. Ja, wenn hier 5 Cent etwas zu teuer ist oder 20 Cent zu teuer, flippen die Leute aus. Ja, also ab 20 Cent, 15 Cent, 10 Cent, 5 Cent, hallo, schon mal drüber nachgedacht, dass man mit 20 Cent seine Miete zahlen muss. Ja? Andere wie Aldi und Co., die kriegen Millionen, ja? Und haben da gar keine Sorgen, weil sie 80 Millionen über haben. Andere haben 20 Cent, die sie auch brauchen für die Miete, und da rasten die Leute aus. Ach, wenn ich so mit meinen Kunden so spreche über Facebook und Co., ach, der macht ja auch nur die Irren froh.
unter dieses Video steht auch nichts Gutes. Unter Facebook machst du so ein lustiges Foto, ein lustiges Gesicht, auch bei Instagram. Irgendeiner kommt da und behauptet da irgendetwas. Du hast da was Böses gemacht, du bist ein Böser, machst nur Böses. Oh, ne? Also die Welt der Behauptungen und Störungen und Angriffe. Und ich bin dagegen. Das ist die New Generation, ja. Die Jugendlichen, die sind ja artig, die sitzen auch in den Ferien vor den Computern und spielen mit sich selbst. Irgendwo, keine Ahnung. Die wissen gar nicht mehr, wie ein Freund aussieht. Für die Mama und für den Papa ist das okay. Ne? Die sind ja auch nicht mehr drauf wie in den 50ern. Ne? Da hat die Mutter noch, ne, Kopftuch auf und hat da geschrubbt. Heute hast du Kopftuch auf, ein bisschen heiliger. Ja, das ist halt so. Da bist du religiös. Also früher, die Trümmerfrauen trugen Kopftücher und waren da am Malochen in Kleidern. Ja, die kannten die Hosen nicht. Nee, kannten die nicht. Und Jeans auch nicht. Das kam alles später. 1956 saßen die Frauen im Kino und dann sahen sie, wie ihnen beigebracht wurde, wie eine Hausfrau mit den modernsten Geräten in den Küchen etc. umgehen hätten müssen. Ja, so war das. Oder man hat sich auf der Rückseite seiner Haut einen Strich gemacht, damit man eine Naht hatte. Ja, es gab den Sprühaufkleber, genannt Nylonstrumpf zum Aufsprühen. Ach, was es da alles gegeben hat. Ihr merkt schon, an sich hat es schon alles gegeben. Es wird auch immer mehr geben. Eine Zukunft hat man uns damals schon versprochen. Ich kann nichts dafür, ich bin ein Kind der 60er, ein Jugendlicher der 70er, Heranwachsender der 80er und Erwachsener der 90er. So, und jetzt werde ich langsam Opa, wenn ich Glück habe, in den 00-Jahren da. Ne? Wenn ich Glück habe, 45, dann ist das, ne? Ja, 45, dann bin ich, wenn ich Glück habe, alt, richtig alt. Und aber ein Vorteil. Ich sitze vielleicht immer noch vor einer Kamera und laber da immer noch rein. Nur halt für Senioren, weil dann gibt es ja sehr viele Senioren, denn im Altenheim, nö, im Altenheim, da gibt es keine Kamera, kein Internet, nix. Die sitzen da irgendwie gestört an ihren Rollstühlen vom Fernseher oder machen anderen Blödsinn. Ja, ich will hoffen, dass das unser einem erspart bleibt. Ja, ihr seht meine Kulisse hier, Star Wars. Das ist ja auch so ein Ding. Im Jahre 2015 kommt der ganze Star Wars Hype wieder auf uns zu. Keine Ahnung wo, hier nicht. Hier ist Star Wars freie Zone. Hab sogar einen großen Teil schon für 50% günstiger angeboten. Da rannte auch keiner und wollte unbedingt haben. Ein paar Jugendliche haben es gekauft. Hallo, Grüße!